Huber, Gewinner beim Slalom, Gewinner beim Racing, wie fällt, ja, logischerweise wahrscheinlich gut, aber dein Resümee über dieses Wochenende aus? Ja, ich bin natürlich super happy, viel besser geht's kaum und ja, auf Freestyle hatte ich auch noch einen Platz 7, also hatte super viel Spaß auf dem Wasser in allen drei Disziplinen und ja, freue mich schon auf die nächsten Events. Bist du oder sind die Erwartungen erfüllt worden, die du dir vor dem Event genommen hast? Was hast du dir vorgenommen und was hat geklappt, was hat nicht so geklappt? Klar wollte ich Slalom und Racing verteidigen, meinen Titel, aber Slalom wusste ich selber nicht, wo ich stehe, weil ich kaum, also gar nicht trainiert habe eigentlich. Racing war ich viel beim Testen und so unterwegs, aber habe jetzt kaum mich voll aufs Racing konzentriert, sondern eher auf die Materialentwicklung. Und ja, waren enge Fights mit Jannis, wird auch sicher die nächsten Events genauso ablaufen, dass er mal gewinnt, weil ich gewinne. Und ja, da werden wir viel sehen, glaube ich, die ganze Saison lang. Und ich werde natürlich mein Bestes geben zu gewinnen, aber ja, Jannis ist auch schnell und kann auch jederzeit mal vorbeiziehen. Noch ein letztes Wort vielleicht zu diesem Event hier und diesem Ort, Sylt, immer was ganz Besonderes. Ja, Sylt ist einfach einzigartig mit den Hochhäusern im Hintergrund. Die schöne Promenade hier, viele Zuschauer, besonders wenn das Wetter schön ist, ist alles voll. Und ja, es ist einfach schön hier zu racen, es ist ein spezieller Flair. Wie geht's weiter für dich? Heute Nacht geht's nach Marseille, morgen Anmeldung, übermorgen erster Racetag. Also viele Kilometer runterschluppen, 1750 habe ich vorhin nachgeschaut. Ja, wird eine lange Nacht. Gott sei Dank fährt der James Johnson aus Dänemark mit und ja, werden wir durchknallen mit dem Auto. Dann weiter viel Erfolg. Danke.